Kannst du sowas wie einen Lieblingsbezirk ausmachen für dich selber jetzt, wo du sagst, also am liebsten, am wohlsten fühle ich mich, keine Ahnung. Gestern habe ich sehr genossen bei der Zionskirche. Da war ich und es war so schön, weil ich war um 12 Uhr dort mit meinem Sohn und da kam ein ganz starkes Glockenläuten und das haben wir beide total genossen. Sind um diese Kirche herum spaziert und das fand ich sehr stimmungsvoll und ich durfte mich in ein kleines Café setzen, ohne was zu trinken, das gibt es immer ja nicht, ohne was zu trinken zu bestellen und durfte dort sitzen und mein Kind stillen und ein bisschen mit ihm spielen. Das war sehr schön. Insofern hat es mir da gut gefallen. Und jetzt bin ich einfach auch neugierig, wohin geht deine Reise? Ich meine, du bist ja unter den unterschiedlichsten Einflüssen, hast du ja schon gewirkt. Also mit sei nur mal beispielsweise die Legende Dean Fraser genannt. Ja. Und, vielleicht möchtest du uns mal so einen kleinen Einblick in ein paar Interna geben oder vielleicht aber nur eine nette Anekdote dazu erzählen. Also zu Dean Fraser muss ich wirklich sagen, das war eine Offenbarung, mit diesem Mann zu arbeiten. Der kam ins Studio, der ist ja ein echter Big Man irgendwie, völlig. Und er war gerade auf Diät und hat unendlich viel Wasser getrunken bei einer brütenden Hitze. Ja, viel heißer als hier, weil es war in Jamaica. Und er hat einfach die Kontrolle übernommen. Also er war da und er sagt, okay, wir arrangieren die Bläser so und wir machen das so und so und so. Und er fragt dann auch nach zwischendrin. Und man selbst, also ich saß da und wusste, okay, ich habe jetzt die Chance, richtig was zu lernen. Und er ist fröhlich und lustig und trotzdem sehr streng. Und mir hat das echt gut gefallen und auch gut getan. Ich habe sehr viel gelernt in diesen Sessions mit Jim Fraser. Also großen Respekt da, ich für den einen der echten Meister. Okay, gibt es noch andere markante Eckpfeiler deines Wirkens, wo du sagst, das war nochmal eine Offenbarung, als Dean Fraser war jetzt genannt? Es sind mir so viele schöne Sachen begegnet in meinem musikalischen Leben. Ich muss sagen, was mich mit am meisten wohl geprägt hat, war ganz am aller Anfang, so als ich die ersten Male in Jamaica war, habe ich Jack Reddicks kennengelernt, der war auch für viele in Deutschland und war auf dem gleichen Verlag. Wie ich. Und so haben wir uns da schon kennengelernt und dann kam ich nach Jamaica und da hat er mich sehr rumgeführt und seine Art Songs zu schreiben und immer da zu sitzen und immer zu singen und immer alles so einzubauen, aus dem Leben ein Lied draus zu machen, hat mich unglaublich inspiriert. Da denke ich heute noch oft dran, weil das so lebensnah ist, weil man stellt sich ja sonst oft vor, dass ein Komponist da sitzt am Klavier oder an der Gitarre und so brütet und schreibt. Und das war so lebendig und aus dem Vollen geschöpft wirklich. Das hat mir ja, es hat mich sehr geprägt, hat mir gut gefallen und ja, President Brown war unglaublich wichtig für mich, so zu sehen, wie professionell man sich vorbereiten kann, um ins Studio zu gehen. Und dann kam Family Man, also ich muss echt sagen, es war Wahnsinn, Bob Marleys Bassist kam ins Studio uneingeladen in Jamaica. Der rief an und sagte, er kommt jetzt. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich habe kaum den Mund aufgekriegt. Echt eine Quasselstrippe, ja, und ich war irgendwie so, Bob Marleys Bassist, darf ich dich anfassen, so, es war Wahnsinn und hat dann gespielt und ich durfte echt viele tolle Sachen erleben und immer wieder, auch wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, dann denke ich auch wieder bei den Jungs echt, hey, Hut ab, die sind fit, die sind organisiert, die können spielen, allein das Üben ist Wahnsinn, ich lerne von allen ständig. Style. I strictly roots. Oh, oh, oh. No pop, no style. Style.
Sache, die mir noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Du hast vorhin, aber ich glaube, es ist fast eine rhetorische Frage. Wenn ich sage, du bist in München zu Hause, Fragezeichen, also wirklich so zu Hause. Du bist eine Reisende. Ich bin eine Reisende. Eine Weltbürgerin. Und ich bin in München. Ich bin in München ich bin mit meinen Lieben zu Hause. Das ist so, dass. Mit deinen Lieben, also das heißt jetzt mit deinem kleinen. Mit meinem Kind, mit meinem Mann. Und dann wieder mit meiner Familie, also weiteren Familie, mit meinen Freunden. Und jetzt leben wir gerade fest in München. Es kann auch sein, dass es uns nochmal ganz woanders hin verschlägt. Das kann ich bei mir gar nicht ausschließen. Also da ist alles offen. Schauen wir mal. Okay. Das ist jetzt so, wo deine persönliche Reise hingehen wird. Eventuell irgendwo anders hin mal. Deine musikalische Reise, wo wirst du uns noch end- und verführen? Auf jeden Fall plane ich, etwas für Kinder zu machen, weil ich feststelle, wenn man ein Kind hat, singt man die ganze Zeit irgendwelche Lieder, die man erfindet, einfach um das Kind zu unterhalten. Das ist so eine Sache, das werde ich aber als eine kleine Begleitung mit mir machen. Das wird dann zum Beispiel bestimmt auch auf Deutsch sein. Das wird das erste Mal sein, dass ich das auch auf Deutsch machen werde, weil mit meinem Sohn spreche ich Deutsch. Das wird so, das ist auch ein Ansporn irgendwie, sich da für mich da mich mal zu bemühen, das im Deutsch auch gut zu sein. Und sonst, ich schöpfe ich wirklich aus allem, wenn ich so einen Tag hier sitze und es sind so viele Eindrücke immer und dann bin ich wieder in mein Inselchen und dann verarbeite ich die und dann fügen sich da die Stücke heraus. Und dann plane ich schon wieder das nächste Album, Album Nummer 4, und ich denke, das wird etwas sehr Akustisches werden. Ich möchte noch kleiner, noch kompakter. Das letzte Album wurde noch größer und noch bühnentauglicher mit der Band, so ganz, ganz fett und live und immer größer. Und jetzt möchte ich es, glaube ich, reduzieren. Vielleicht auch, weil ich wenig Zeit habe. Und das dann versuche, so klein zu machen. Und weil es sehr viel Spaß macht, auch klein zu spielen. Ist schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war ganz fantastisch, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich. Na, und bis auf ein baldiges sicherlich hier nochmal in Berlin. Ja, hoffentlich. Na? Aus einem Sommer von langer, langer Zeit. Oh, yeah. For such a long time there was none. I had only myself to please. I never needed anyone but you. Then you came and felt like a breeze of sunshine and a breath of light. Suddenly I knew I was wrong. My heart beats faster while I'm surprised. I've fallen off just like I knew you before. Now you're treated star and I'm just on my line. I cannot play that anymore. You'll be so that shall be right. Honestly, baby, that I was searching for. Could it be you? Das war Kabel Berlin. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und bis bald. Tschüss.